So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben einen Collector Booster. Oh mein Gott, Collector Booster Modern Horizons 2. Sehr, sehr cool. Kann man richtig coolen Stuff rausziehen. Entschuldigung dafür. Ich bin immer hyped bei Collector Boostern. Ich mag Collector Booster. Tiserius Charger 3x3-2 mit Escape. Das heißt, wir können ihn für 5 Mana und 5 Karten vom Friedhof exilen, können wir den casten. Und, okay, wenn der escaped ist, kommt der entweder mit einem Fliegen-Counter oder einem +1/+1-Counter. Das ist halt Pegasus. Pegasus. Dann haben wir die H-Deploy. 3 Mana Instant. Wir ziehen 2 Karten, werfen da eine Karte ab und wir kriegen Lebenspunkte in Höhe der Karten, die wir abgeworfen haben, diese Runde, mit Jumpstart. Sehr cool. Ethereum Spinner, 3x2/1, immer wenn man den castet. Ah ne, wenn man eine Karte mit Mana-Kosten 4 oder höher castet, Mana-Value, ja, Entschuldigung, kriegt man einen 1-1 farblosen Top da. Okay. Marble Go Gargoyle, 3x2/2 fliegend und für ein weißes kriegt er +0/+1. The Underworld Cookbook. Quirin Ranger in Foil, 1x1/1, wir können Forest League auf die Hand nehmen und eine Kreatur enttappen. Wird dürfen einmal Runde machen. Wird im Elfen gespielt. Sehr cool hier als Foil. Ravaging Visionary, 2x1/1 für ein blaues Tappen, ziehen wir eine Karte, werfen eine Karte ab. Mit Delirium, 3x Tappen, ziehen wir eine Karte. Können wir nur machen, wenn wir 4 oder mehr verschiedene Typen im Friedhof haben. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir unsere Ebene. Die ist hübsch. Oh mein Gott. Ich mag ja diese Etched Foil-Karten tatsächlich. Ich bin ja einer von den wenigen, der die Etched Foil-Karten mag und die Ebene ist richtig nice. Dann haben wir Resurgent Brief, 2 Suspend 2, bringen wir alle Verzauberungen aus dem Friedhof zurück auf die Hand. 2 dann 2 Runden später kriegen wir den Quatsch. Dann haben wir Late to Dinner, 4 wir bringen eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand und kreieren eine Foto. Okay. Dann haben wir, oh mein Gott, Ragavan, Nimble, Pilifer. 1x2/1, wenn der in Spielerkampf schon zu viel, kriegen wir einen Treasure Token. Wir exilen die oberste Karte unseres Stacks des Gegners und können die bis zum Ende zuspielen mit Dash. Oh mein Gott, ich liebe diese, ich habe sie damals geliebt und gehasst gleichzeitig. Sehr, sehr cooler Flashback, sehr, sehr coole Karte. World Wary, 5 nee, verzauberte Kreatur kriegt -4/-4 mit Basic Land Cycling. Underworld Hermit, 6x3/3, wenn er ein Spiel bekommt, kreieren wir so viele 1-1 Squirrel Token, wie wir Devotion zu Black haben. Okay. Was bist du denn? Lanova Tribe, du siehst komisch aus. 3x3/3, tappen für 3 Mana, ist aus Modern Horizons 1. 1 müsste es sein. Dann haben wir ein, Richard and Dockhands, sehr, sehr cool. 1x1/2 Island Walk, für ein farbloses Tappen, wir tappen ein Land. Ist praktisch ein Rishan-Board. Sehr, sehr cool. Und wir haben den, Alter. Vindicate, Full Art Foil, 3 wir zerstören ein permanentes. I am the Mad One. Oh mein Gott, wie schön. Dann haben wir noch einen Treasure, passend zu Ragavan. Auch hier mit dem Zeug, was Ragavan geklaut hat. Und eine 4-4 Bestie. Ja, sehr geil. Das hat sich mehr als gelohnt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Alexit. Ciao, ciao.